zusammen. Ich heiße Verena, ich bin Mitglied bei den Scheter Jecken, bin dort im Betreuungsteam und habe 2 Kinder im Verein. Heute werdet ihr einen kleinen Beitrag sehen, was eine Familie im Karneval so macht. Das Besondere an uns ist, dass wir in mehreren Gesellschaften aktiv sind. Mein Mann ist in der Mafia del Musica. Und ist, seitdem die Kinder aktiv tanzen, doch sehr reduziert in seiner Aktivität. Ich bin Mitglied in der Karnevalsgruppe der Pfarre St. Josef Strass und mache dort in der einzigen Sitzung im Jahr den Till. Gleichzeitig bin ich noch aktiv auf der Bühne und tanze mit der Frauengruppe den Lerchen. Mit 4 Jahren hat unsere große Tochter angefangen zu tanzen und seitdem begleite ich sie bei jedem Auftritt. Jeder Verein hat seinen eigenen Plan, wann und wo ein Auftritt ist, ob ein Bus fährt oder ob man mit seinem privaten Auto dahin fährt. Und wir versuchen, die Pläne so übereinzustimmen, dass möglichst viel mitgemacht werden kann und jeder zum Zug kommt und dass es sich insgesamt für alle gut anfühlt. Aber manchmal ist es halt auch nicht immer leicht und wir sind doch sehr froh, dass wir das große Glück haben, Oma und Opas zu haben, die immer bereit sind, auf Abruf für uns da zu sein, Mittagsschlaf zu betreuen, manchmal während die Große mit mir weiterzieht, die Kleine aufzunehmen, vergessene Sachen vorbeibringen oder einfach nur für uns da sind, wenn es mal wieder viel zu viel wird. Und auch das ist Familie und ohne sie würde es auch manchmal gar nicht gehen. Dafür möchten wir einfach mal kurz Danke sagen. Und so wollen wir die Kraftreserven auftanken, indem wir halt mit unseren Kindern auch mal was anderes machen, als Karneval zu feiern. Sodass wir jedes Mal beim Auftritt alles geben können und hoffentlich in der Session 2021-22 mit der KKG wieder durchstarten können. Und freuen uns, euch zu sehen.